ist jetzt vielleicht das Interessante an der Wissenschaft, an der Neurobiologie, aber auch an anderen Wissenschaften, dass die Dinge rausfinden, die jeder normale Mensch immer schon gedacht hat. Und dazu gehört eben, dass man im Grunde genommen weiß, dass es nicht so sehr auf die Professionalität eines Lehrers ankommt, wahrscheinlich noch nicht mal, wie groß die Klassen sind, sondern es kommt darauf an, ob der die Schüler mag. So banal ist das. Aber warte, ich will mal noch was zu Ende sagen. Und jetzt gibt es eine Riesenstudie, Hattie-Studie, geht jetzt überall durch die Presse, weil sie etwas völlig Verrücktes rausgefunden hat. An 2,5 Millionen Schülern haben sie untersucht, was das ermöglicht, dass die optimal lernen können. Dieser Herr Hattie hat da 15 Jahre lang Daten aus der ganzen Welt da reingespeist. Und dann hat er alles ausgerechnet. Und der wichtigste Wirkfaktor, der also entscheidend ist, ist, dass der Lehrer den Schülern zugewandt ist und dass er möchte, dass die was lernen. Das ist immer... So eine Banalität eigentlich. Aber das kann man auf der Universität nicht lernen. Da kann man